stellen Software her. Wir sehen hier ein paar Produkte. Microsoft hat angefangen auf dem Client. Sie kennen viele Produkte wie Windows 3.1, Windows 3.11, 95 etc. Betriebssysteme, die heute mit Windows 7 quasi ihren Höhepunkt gefunden haben. Dazu verschiedene Client-Anwendungen. Office kennen Sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich nutzt jeder von Ihnen irgendeines der Office-Produkte. Microsoft also ganz klassisch herkommend vom Client. Microsoft hat sich dann im weiteren Verlauf in Richtung Server entwickelt. Serverprodukte wie SQL Server, SharePoint, BizTalk etc. sind alles Produkte, die sich an Unternehmenskunden richten, die im Unternehmen eine Vernetzung von Clients wünschen, Datenaustausch, Datenspeicherung zentralisiert, also im Unternehmen. Das heißt, zur Client-Software ist Server-Software dazugekommen. Software in diesem Zusammenhang gemeint als alles, was so IT-bezogen ist, was Sie auf eigener Hardware, eigener Infrastruktur installieren. Wenn Sie Privatkunde sind, Sie haben zu Hause einen PC, da installieren Sie eine Software drauf, ein Unternehmen, eigenes Rechenzentrum, haben eigene Software darauf. Software hat die schöne Eigenschaft, dass Sie, wenn Sie sie selber betreiben, die volle Kontrolle über die Software haben. Sie können die Software anpassen, sei es jetzt, dass Sie VBA-Erweiterungen zu Office schreiben, sei es, dass Sie Customizing in Dynamics machen. Sie haben die Kontrolle darüber, wo Daten gespeichert werden. Wenn Sie in Word nutzen und auf Ihrem lokalen PC die Dokumente speichern, dann wissen Sie, Sie haben den Zugriff auf diese Dokumente, da kommt keiner ran, da scannt keiner Ihre Daten, das sind Ihre Daten. Software auch tendenziell mit hoher User Experience. Die lokale Rechenpower, die Sie zu Hause in Ihrem Rechner haben oder im Unternehmen in Ihrem Rechenzentrum stehen haben, die ist immens. Das ist, die Prozessoren haben so viele Fortschritte gemacht, dass es Verschwendung wäre, diese Power nicht auch auszunutzen. Das heißt, die Fähigkeit, komplexe User-Oberflächen, Benutzeroberflächen zu schaffen, wie wir es vielleicht auch hinten, wenn Sie mal am Surface-Stand vorbeischauen, da sehen Sie auch sehr aufwendige, schöne User-Experience durch Software, die eben auf diesen Geräten installiert ist. Im Privatkundenumfeld, schon seit einigen Jahren im Unternehmenskontext, auch jetzt ein Trend zu erkennen, dass Kunden, Partner den Wunsch hegen, IT-Leistungen nicht mehr über Software zu nutzen. Sprich, sich eine Maschine hinzustellen, die Software zu installieren, Kosten dafür aufwenden zu müssen, sondern IT-Leistungen auch als Service zu nutzen. Wir symbolisieren jetzt mal, Sie kennen es im Privatprüfungsfeld vielleicht, wenn Sie E-Mails machen wollen, Sie wollen sich keinen Exchange-Server hinstellen, sondern Sie wollen vielleicht von einem freien Provider über Hotmail beispielsweise E-Mail-Funktionalität nutzen. Unternehmenskontext genauso, Unternehmen wünschen zunehmend Software als Dienstleistung zu bekommen. Das heißt, nicht mehr selber einen Serverpark aufzubauen und dann beispielsweise ein SharePoint drauf zu installieren, sondern vielleicht von einem Anbieter diese IT-Funktion zu nutzen, und zwar in dessen Rechenzentren. Und genau die Reise tritt jetzt Microsoft an, indem es nämlich die Client-Software, die Server-Software, die ich eingangs erwähnte, um Services ergänzt. Das heißt, Microsoft stellt sich dieser Herausforderung, Services anzubieten. Microsoft hat im November letzten Jahres eine Plattform bekannt gegeben oder veröffentlicht, die sich Azure nennt. Azure Services Plattform, im November letzten Jahres auf der Professional Developer Conference vorgestellt. Hier mal eine grobe Skizze, aus welchen Schichten diese Plattform besteht. Die unterste Schicht, die Global Foundation Services. Worum geht es dabei? Die Global Foundation Services sind Microsofts Rechenzentren. Microsoft baut derzeit weltweit Rechenzentren auf, beziehungsweise nutzt die bestehenden, die Microsoft ja schon verwendet, um beispielsweise Microsoft.com, MSN, MSDN, wirklich sehr, sehr große Webseiten zu betreiben, und öffnet diese Rechenzentren für Sie als Softwareentwickler, als Softwarenutzer, um in diesem Rechenzentrum auch Software ablaufen zu lassen, sodass Sie nicht mehr selber IT-Infrastruktur aufbauen müssen, sondern diese nutzen können. Die Global Foundation Services umfassen also die Rechenzentren, die mit Computer, Serversystemen und Netzwerk ausgestattet sind. Sie haben selbst keinen direkten Zugriff auf die Global Foundation Services, sondern auf die Schicht darüber, genannt Windows Azure. Windows Azure, der Name ist nicht zufällig gewählt, ist das Betriebssystem für die Cloud, das Microsoft geschaffen hat, um es Ihnen zu ermöglichen, eigene Software zu schreiben und in Microsofts Rechenzentren zu betreiben. Das Ganze ist heute auch schon verfügbar. Sie können sich heute Tokens besorgen von Microsoft über die Seite connectmicrosoft.com, können sich dann den Zugang beschaffen und können dann Software schreiben, die Sie dann bei Microsoft betreiben. Windows Azure stellt Rechenleistung, Speichermöglichkeiten und Managementfunktionen zur Verfügung,
um für Sie die Möglichkeit zu schaffen, Cloud Computing zu betreiben, selbst Angebote zu schaffen, die Sie in Microsofts Rechenzentren betreiben. Oberhalb von Azure befinden sich jetzt eine Reihe von Services, die Sie auch als Entwickler nutzen können, um Software zu schreiben und in einigen Bereichen Ihrer Software von den Möglichkeiten des Cloud Computings zu profitieren. Die Möglichkeiten des Cloud Computings sind deswegen so toll, Sie können nutzungsabhängig bezahlen, das heißt, Sie bezahlen nur für die Rechenleistung, die Sie auch wirklich in Anspruch nehmen, sei es CPU-Zyklen, Speicherumfang, den Sie eben brauchen. Sie müssen keine eigene Hardware bereitstellen, sondern können das Ganze in Microsofts Rechenzentren betreiben. Wir haben hier fünf Dienstgruppen, die in der Plattform enthalten sind. Das eine sind die Live-Services, hier oben links aufgezeichnet. Die Live-Services kennen Sie vom Namen vielleicht, Windows Live-ID, Live-Messenger und so weiter. Diese Dienste stehen Ihnen als Programmierer auch zur Verfügung, um sie in eigenen Anwendungen zu nutzen, beispielsweise um Präsenzinformationen aus dem Live-Messenger-System auszulesen, wenn Sie eine Webseite haben und dann für User zum Beispiel anzeigen wollen, ob die online sind. Die nächste Dienstgruppe, die .NET Services, stellen Infrastruktur bereit, damit Sie Services, die Sie entweder selbst betreiben oder auf Azure betreiben, im Internet registrieren können und darüber verfügbar machen können. Die Live-Services bieten auch Workflow-Funktionalitäten und Zugriffskontrolle. Das heißt, ein Service, der einen anderen Service über die .NET Services aufruft, kann abgesichert werden. Das heißt, der Aufruf kann kontrolliert werden, ist derjenige authentifiziert. Wenn Sie mehr Details zu dieser Infrastruktur wollen, lade ich Sie auch gerne ein, ins NSDN-Kino mal vorbeizuschauen. Da werden wir noch etwas detaillierter auf diesen Service eingehen. SQL Services, wie der Name schon sagt, die Datenbank für die Cloud. Microsoft bietet in der Cloud in eigenen Rechenzentren jetzt Datenbankfunktionalität an, die Sie auch nutzen können. Dieser Dienst ist auch schon verfügbar. Da können Sie eigene Daten speichern mit theoretisch unbegrenzten Datenmengen dauerhaft, sicher, redundant aufbewahren und speichern. Hier empfehle ich Ihnen, Augen und Ohren offen zu halten. In den nächsten Wochen wird es einige Announcements zu SQL Services geben, die nochmal stark verbessert werden im Gegensatz zu dem aktuellen Zustand, der schon sehr gut ist. Aber Kunden und Partner haben uns Feedback gegeben, wünschen sich gewisse Erweiterungen und da wird einiges sehr Interessantes kommen in den nächsten Wochen. Die Live-Services, .NET Services und SQL Services, wie gesagt, stehen Ihnen heute auch schon zur Verfügung im Rahmen einer Technology Preview. Sie können sich auf der Microsoft Connect Webseite registrieren, bekommen dann Tokens, können dann Projekte anlegen und heute schon damit arbeiten. Das Ganze ist noch nicht produktiv gesetzt, das heißt, Sie können noch nicht produktiv gehen mit Ihren Projekten, aber Sie können heute schon Erfahrungen sammeln, wie entwickelt man für Azure, wie kann ich Cloud Computing mit Microsoft machen und dann, wenn es soweit ist, wenn es live geht, dann Ihre Projekte auch live setzen. Die beiden letzten Dienstgruppen, die SharePoint Services und die Dynamics CRM Services sind Dienste, die noch angekündigt sind. Hier ist leider noch keine Preview verfügbar. Aber diese Dienste, auch wie der Name sagt, werden SharePoint-Funktionalität und Dynamics-Funktionalität für Entwickler bereitstellen, dass sie als Entwickler Software schreiben können, die in der Cloud laufen und von Cloud Computing in diesem Zusammenhang profitieren. Ich habe jetzt immer betont, dass sich die Dienste bis dahin an Entwickler richten. Das ist deswegen so wichtig, weil es tatsächlich mit den Diensten können Sie als Anwender bis zu den Azure Services noch nicht viel anfangen, das sind wirklich Dienste für Entwickler. Für Anwender haben wir auch schon Services geschrieben, beziehungsweise werden Services auf Azure migrieren. Das sind einmal die sogenannten Live-Services. Live steht immer für alle Dienste, die sich an End- und Privatkunden richten. Hier haben wir drei Beispiele, Windows Live, Office Live, Xbox Live. Kennen Sie vielleicht vom eigenen Arbeiten, Sie arbeiten vielleicht im Office-Programm, sei es jetzt Word, und können dann aus Word heraus in Office Live Daten zum Beispiel speichern, in Microsofts Rechenzentren, sehr günstig das Ganze. Wie gesagt, Live-Services richten sich an Privatkunden. Wir haben hier in der Mitte die sogenannten Online-Services. Online steht bei Microsoft immer für Dienste, die sich an Unternehmens- und Firmenkunden richten. Hier auch drei Beispiele, SharePoint Online, Exchange Online und Dynamics CRM Online. Das sind Dienste, die Sie jetzt von Microsoft als Service nutzen können. Das heißt, Sie müssen nicht mehr, wenn Sie SharePoint nutzen, sich einen eigenen Serverpark aufbauen und dann SharePoint installieren, sondern Sie können von Microsoft im Prinzip aus der Steckdose SharePoint nutzen. Weswegen ich das so betone ist, wir haben hier auf der CeBIT am Dienstag die Business Productivity Online Suite veröffentlicht. Die Business Productivity Online Suite ist eine Sammlung von Online-Services. Darin sind enthalten SharePoint Online, Exchange Online, Office Communications Online und Live Meeting. Sie können das als Paket jetzt in einer Standardedition nutzen
meistens, die müssen nicht mehr eigene Server aufbauen, sondern können das gehostet von Microsoft bekommen. Also hier online.